Wir reden immer von tighten Muskeln. So, das ist tight. So, jeder kennt das irgendwie. Man wacht auf und das fühlt sich tight an, das fühlt sich fest an, verspannt, verkürzt, was auch immer du für ein Wort benutzen willst. Und genau da, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was es ist. Es gibt nur dieses Gefühl. Wir wissen auch nicht, wie wir es benennen sollen. Also nennen wir es halt irgendwie. Zum Beispiel tight. Aber, und das ist der wichtigste Punkt für mich, weil sich was tight anfühlt, heißt das nicht automatisch, dass dieser Muskel zu kurz ist und es deswegen gut ist, wenn wir diesen Muskel in die Länge ziehen. Oft ist nämlich genau das Gegenteil der Fall und das ist so wichtig. Also, einfaches Beispiel. Nach vorne gekipptes Becken, aka Anterior Pelvic Tilt, so ein Problem, nenne ich es mal, mit dem viele, vor allem Sportler, wahrscheinlich irgendwie zu kämpfen haben, eine Position, in der sich viele befinden. Wenn das Becken nach vorne kippt, dann kommen die Hamstrings auf Stretch. Das heißt, die werden lang, fühlen sich tight an, weil sie auf Länge sind, weil sie die ganze Zeit auf Spannung sind. Aber wenn ich jetzt hergehe und diese Hamstrings dehne, dann mache ich das Problem noch viel schlimmer, weil der Muskel, der die ganze Zeit zu lang ist, den versuche ich noch mehr in die Länge zu ziehen und raube meinem Becken dadurch noch mehr Stabilität. Weil die Hamstrings einfach die Muskelgruppe sind, die das Becken stabilisieren und auch das Becken wieder aufrichten und in eine neutralere Position ziehen. Das heißt, wenn ich hergehe und sage, ja, ich habe tighte Hamstrings und du lässt einen Menschen erstmal 2 Minuten seine Hamstrings stretchen, dann machst du das Problem tendenziell schlimmer. Stretching bedeutet zu meinem jetzigen Wissensstand, subjektiv angewendet, einfach eine Entspannung des Menschen, weil er oder sie die Atmung zentriert und sich vor allem aufs Ausatmen konzentriert. Was man ja immer sagt, atme in den Muskel. In Ja. den Stretch reinatmen und so. In den Stretch reinatmen und so. Aber wenn man keine Ahnung hat, was vor sich geht und man dehnt einfach nur einen tighten Muskel in Anführungszeichen, ist Quatsch. Also ich muss wissen, und das hast du ganz am Anfang gesagt, ich muss wissen, was ich da mache und wofür ich es mache. Und wenn man es nicht weiß, dann sollte man eher mal die Finger davon lassen, anstatt einfach nur zu dehnen. Definitiv. Ich glaube, da ist einfach das Konzept auch wieder Position dictates function, das Ganz genau. Allerwichtigste. Ich glaube, dass wir als Branche auch anfangen müssen, mit anderen Begrifflichkeiten, also mit besseren, mit besser beschreibenden Begrifflichkeiten zu arbeiten. Also von tight oder lang oder kurz zu sprechen, könnte man einfach die generelle Ausrichtung von Muskeln, also du hast die Hamstrings angesprochen, die bei einem Kraftathleten vermeintlich eher exzentrisch ausgerichtet sind, versus konzentrisch. Und ich glaube, das wäre eine Herangehensweise, die viel mehr Sinn machen würde, weil die auch gleich Aufschluss darüber gibt, wie sollte die Art sein, mit der ich diese Muskelgruppe, Schlinge, was auch immer, belaste.